Herzlich willkommen bei der Frage der Woche. Umweltschonend und nährreich? Insekten könnten bald den Fleischhunger der Welt stillen. Landen also bald Heuschrecken auf unserem Teller anstatt Steaks? Wir wollten von den Bielefelder Bürgern wissen, was sie davon halten. Naja, in manchen Kulturen ist das ja durchaus üblich. Das hängt ja auch mit Kultur zusammen und Insekten sind ja auch nicht unbedingt ungesund. Ich habe sowieso ein Problem mit Käfern, von daher. Also prinzipiell ist es so, dass es gleichgültig ist, was man isst. Man muss die richtigen Nahrungsmittel essen. Und zwar Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und ob man die nun aus Insekten oder aus Pflanzen oder aus tierischem Eiweiß oder Fett herstellt, ist das jetzt ziemlich egal. Für die Gesundheit der Menschen und das Überleben der Menschen sind alle drei Bestandteile wichtig. Und Insekten kann man essen, klar. Müssen das Insekten sein anstatt Fleisch? Ich meine, kann man nicht überhaupt Fleisch abschaffen und braucht auch keine Insekten züchten. Wenn ich nicht wüsste, was ich da auf dem Teller habe, so klein geröstetes, gehacktes, was aus Heuschrecken oder so ist, die übrigens sehr gesund sein sollen, habe ich mal gehört, Eiweiß oder proteinhaltig, dann würden wir danach vielleicht sagen, oh, das war doch voll wie gehacktes, lecker. Fleisch auf Insekten, würde ich nicht satt von. Ich jetzt, bah. Im Grunde genommen finde ich das nicht schlimm, also ich esse schon kein Fleisch. Von der Warte her, sage ich mal, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich finde, es ist nichts anderes dabei, Insekten zu essen, als normales Fleisch zu essen. Das ist einfach ungewöhnlich, glaube ich. In anderen Ländern ist das gang und gäbe. Aber es ist natürlich so, wo man groß wird, das ist dann bekannt. Und vieles andere stößt ab. Aber es gibt auch Länder, da essen sie die Pferde ohne Probleme. Und da sind sie froh, wenn sie was zu essen haben. Von daher finde ich das jetzt nicht abwegig. Oh, ich komme aus Thailand, ne? Da sehen wir die Sache sowieso ein bisschen anders. Also Heuschrecken und so ist gar nicht so schlimm. Aber es gibt schon manche Sachen, die sollte man echt nicht essen. Also die esse ich zum Beispiel selber auch nicht. Von der Ernährung her ist das bestimmt nicht unsinnig. Aber ich glaube, von unserer Kultur her ist es nicht so. Nein, das würde ich nie essen. Nie. Ich würde, wenn immer, nur Fleisch essen, weil die ekelig aussehen. Das ist alles Gerede. Das ist Gerede. Wieso ist das Gerede? Ja, weil Umwelt wird nichts von Tieren kaputt gemacht. Wir Menschen produzieren mehr giftige Gase als die Tiere zusammen hier auf dieser Welt. Also von daher wird es sich vielleicht was tun mit den Insekten, aber es wird sich nicht viel ändern. Nein, denke ich nicht, weil guck mal, Tokio, die ganzen Autos, das wird niemals, ne, sich irgendwie ausgleichen können, wenn die da nur Insekten züchten irgendwie.